Hier ist Flips und das sind unsere Themen. Black Adam zu böse? Was wird mit DC? Ist Andor ein Flop? Netflix macht Schluss mit Kontoteilen? Richtig Reisen für Fans? Kevin Feige vs. She-Hulk? Silent Hill Mega-Update? Und League im Haus des Drachen. Flips wird diesen Monat unterstützt von unseren Flips Guardians. Deconny, Luca Kamens, Hey Aaron, Swafnirson, Black Hand Touch, Tony Bart, Daniel Schuh, der Twarslöper, JFK Faker, MD85, Ignomi 1, Black Shadow, T-Unit CB und Ronson 182. Ein riesengroßer Dank auch an unsere wunderbaren Flips Junior Guardians. Genau wie sie könnt ihr uns auf Patreon oder PayPal unterstützen. Flips wird diese Woche unterstützt von Bloodline Heroes of Lithas. Wenn ihr statt Fantasy nur zu gucken mal selbst in die Schlacht ziehen wollt, mit dem Hero Collector RPG Bloodline könnt ihr in der Kampagne in die packende Story eintauchen, euer Königreich wieder aufbauen, die Rebellen jagen und herausfinden, wer wirklich hinter der Verschwörung gegen das Reich steckt. Dazu heißt es, die stylisch designten Heroes zu rekrutieren, hochzuleveln und euch Schritt für Schritt voranzukämpfen. Doch das ist nicht alles, ihr könnt auch eigene Champions züchten, indem ihr die Blutlinien verschiedener Rassen wie Lukaner, Elfen, Zwerge, Orks und so weiter kreuzt und so deren Fähigkeiten vereint. Quasi euer eigenes kleines Genexperiment. Durch das Zaubermittel Heirat. Praktischerweise können alle Heroes auf Knopfdruck mal eben das Geschlecht wechseln, damit sie hoffentlich mächtige Nachfahren zeugen. Über 800 verschiedene Hybridwesen sind so möglich und ihr könnt herausfinden, wie gut sie sich dann im Kampf machen, um das Land zurückzuerobern. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, kostenlos einzusteigen in Bloodline Heroes of Lithas, denn am 27.10. startet das große Halloween-Event und der neue Vampir-Clan, die Accursed, gehen an den Start und die können es sogar mit den Dunkelelfen aufnehmen. Wer jetzt startet, kann nach 7 Tagen ein Vampir-Champion umsonst dazu bekommen. Ich will mir ja unbedingt ein Werwolf-Vampir zusammenkreuzen. Ihr könnt euch das Spiel jetzt umsonst herunterladen, wenn ihr diesen QR-Code scannt oder auf den Link in der Beschreibung klickt, dann gibt's ein Starter-Pack im Wert von 20 Euro umsonst dazu. Klickt euch jetzt rein und fangt an, eure eigenen mächtigen Champions zu züchten. Na los, klickt schon. Willkommen zur 302. Sendung Flips News. In der letzten Woche gab's ja jede Menge neue Abonnenten und deswegen erstmal ein herzliches Hallo und Danke an euch und natürlich auch an alle anderen, die vielleicht schon seit 2016 dabei sind. Damit sind wir knapp unter 90.000 Abos und es wäre ja cool, wenn wir die Zahl möglichst bald knacken können. Deswegen, wenn du noch nicht abonniert hast, ist jetzt die Chance, das nachzuholen. Dafür gibt es jede Woche dann die wichtigsten News zu Filmen, Serien und Games aufbereitet und eingeordnet. Plus unsere Spotlights, die Deep Dives, in denen wir ein Thema ganz ausführlich unter die Lupe nehmen. Wie neulich, wo wir erklärt haben, warum gibt es eigentlich nur 6 Storys, die überhaupt erzählt werden können. Oder wie erkennt man eine schlechte Action-Szene? Oder jetzt ganz frisch am Freitag, warum macht diese eine Kiste immer mehr Filme und Serien kaputt? Also, Abo da lassen, reingucken und nichts verpassen. Black Adam ist da und zerstört das Boxoffice oder liegt zumindest sehr solide vor. Allein in den USA hat er am Freitag schon 25 Millionen Umsatz gemacht, was auf einen Opening Weekend von 60 Millionen hindeutet. Für Hauptdarsteller Dwayne Johnson, der sich über Erfolge generell nicht beschweren kann, wäre das der beste Start eines Solo-Films von ihm, also ohne Ensemble-Schub wie bei Fast and the Furious oder den Jumanji-Filmen. Grund sich zu freuen und ihn als einen der letzten Stars zu zementieren, die es noch schaffen, nur durch ihren Namen die Leute ins Kino zu locken, denn Black Adam, den Anti-Helden, also den Superman, der Leute kalt macht und das wohl so hart, dass es diverse Schnitte brauchte, um den Film vor einer FSK 18 zu retten. Den einstigen Gegenspieler von Shazam in Comics, den kennen wohl die wenigsten. Da lockt er die Star-Power von The Rock und zumindest fürs erste Wochenende scheint die sogar die sehr mauen Kritiken zu überspielen, die vom Film alles andere als begeistert waren. Zwar wäre die Action solide inszeniert und unterhaltsam, die Story und vor allem die Figur des Black Adam wäre aber ziemlich öde und Johnson käme mit einem einzigen Gesichtsausdruck, nämlich das muffig gucken durch den Film und würde seinen bekannten Charme eher stecken lassen. Und auch die neu eingeführte Justice Society bliebe eher blass. Einzig Pierce Brosnan als Dr. Fate wird immer wieder positiv hervorgehoben. Die anderen Figuren hätten weniger zu tun, außer mit Flurschaden zu verursachen, wenn es zur Sache geht. Das bisherige Publikum ließ sich davon nicht abhalten. Sie mögen den Film sowohl bei Rotten Tomatoes wie auch bei CinemaScore, wo sie immer direkt nach dem Gucken im Kino befragt werden. Bestätigt sich der Eindruck, dass der Film ein Erfolg wird, dann wäre das auch eine letzte Genugtuung für Walter Hamada, den Ex-DC-Filmboss, der auch eines der Opfer der Umstrukturierung bei Warner Discovery unter dem neuen Oberboss David Zaslav ist. Hamada verabschiedete sich jetzt pünktlich zum Black Adam-Start und steht auch für die Richtungsänderung, die DC jetzt wieder bevorsteht unter neuer Führung. Einer zumindest freut sich über seinen Abgang, Ray Fisher, der Cyborg-Darsteller aus Justice League, der seit Jahren Medienkrieg gegen Hamada, Joss Whedon und Co. führte. Fisher zelebrierte auf Twitter, dass Hamada weg ist. Ob wir auch Grund haben zu feiern, wissen wir vermutlich erst
das in den nächsten Jahren, wenn wir sehen, wie es jetzt bei DC weitergeht. Wie schaut es bei euch aus? Werdet ihr euch Black Adam anschauen? Habt ihr ihn vielleicht sogar schon gesehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Und wer statt dem großen Superhelden-Gerumse mal skurrile Abwechslung im Kino sucht, ach du Scheiße, das ist keine Filmkritik, sondern der Titel eines bösen deutschen Body-Horror-Films, der komplett in einem Dixie-Klo spielt, denn dort ist der arme Frank eingesperrt. Das Klo steht in einer Baugrube, er ist irgendwie reingefallen und schon bald soll das Haus daneben gesprengt werden und das ist erst der Anfang seiner wahrlich im beschissenen Situation. Ein goriger Thriller, den wir so aus Deutschland nicht gewohnt sind und der einen Blick wert ist und der Genrefans, die jetzt zu Halloween ins Kino wollen, bestens unterhalten sollte. Es geht ja auf die Feiertagssaison zu, wenn Halloween nächste Woche dann überstanden ist und da wird es auch Zeit für Geschenketipps. Wer ein echter Film- und Serienfan ist, für den heißt das nicht nur wegbingen, Making-ofs gucken und mit anderen Fans diskutieren, sondern hautnah zu spüren, wie sich Figuren fühlen und auf historischen filmischen Spuren zu wandeln. Darum habe ich ja damals auch Maniac bei einem unserer US-Trips gezwungen, in ein kleines Café in Oregon zu fahren, wo Stand By Me gedreht wurde, weil ich das unbedingt mal sehen wollte und danach sind wir noch dorthin, wo Goonies spielte. Deswegen haben wir uns in Studios umgesehen und die Locations der Potter-Filme angeguckt. Doch das ist nichts gegen Andrea David, die ja wohl viele besser unter ihrem Handle Filmtourismus kennt. Seit vielen Jahren reist sie durch die Welt auf den Spuren bekannter Filme und Serien. Wo steht die Burg Winterfell aus Game of Thrones? Wo joggte Forrest Gump damals entlang? Von welchem Parkplatz fuhr eigentlich Marty McFly zurück in die Zukunft? Wo kämpften die Ritter der Kokosnuss? Andrea hat alle diese Orte besucht und zeigt sie uns seit Jahren mit ihrem markanten Bild-im-Bild-Style, wie die Locations im echt aussehen. Wir kennen Andrea ja von Events und Reisen und haben uns echt gefreut, dass sie ihre Bilder und ihr Reisewissen jetzt gesammelt hat und als quasi alternativen Reiseführer veröffentlicht. Szene für Szene die Welt entdecken heißt das Buch, das jetzt erschienen ist und das euch viele Anregungen gibt und für massives Fernweh sorgt. Ich habe mich zum Beispiel gerade geärgert, dass ich das Buch erst nach unserem Urlaub in Norwegen gerade gelesen habe und deswegen nicht gecheckt habe, dass die Netflix-Serie Ragnarök an dem Ort Odda gedreht wurde, durch den wir auch durchgefahren sind. Das Buch ist super zum Rumblättern, zum Inspirieren lassen oder vor dem nächsten Urlaub mal checken, ob man nicht neben den typischen Touri-Sachen auch noch ein paar wirklich coole Drehorte anschauen oder ein paar Abstecher machen kann. Um zum Beispiel zu schauen, wo denn die Lieblingsserie, der Lieblingsfilm gedreht wurde. Echt ein schönes Buch und ein klasse Geschenk für alle Filmfans mit Fernweh. Wir freuen uns, dass wir Szene für Szene die Welt entdecken dreimal verlosen können. Einmal gibt es sogar noch die stilechte Baba Gump Shrimp Mütze, die auf dem Titelbild zu sehen ist. Das ist natürlich aus Forrest Gump dazu. Danke Andrea dafür. Alles, was ihr machen müsst, um zu gewinnen, ist, schreibt uns den Drehort der Serie des Films, an den ihr am liebsten mal reisen würdet, unten in die Kommentare mit dem Hashtag Filmtourismus und vielleicht gehört so ein Buch ja bald schon euch. Teilnahmeschluss ist in einer Woche und alle Infos gibt's wie immer unten verlinkt. Tales from the Streaming Wars. Alles wird teurer und viele Firmen nutzen ja gerade das Gerede von Inflation, um ordentliche Preiserhöhungen durchzudrücken, die oft weit über dem liegen, was nachvollziehbar ist. Google bzw. YouTube reiht sich seit letzter Woche in den Reigen ein mit massiven Preiserhöhungen seines Premium-Angebots. Schon seit einer Weile drängt YouTube ja durch mehr Werbung Zuschauer auf Premium umzusteigen, wo neben dem Musikangebot, also quasi Googles Spotify-Konkurrenz, vor allem mit Werbefreiheit gelockt wird. Und das Angebot wird für den Familienaccount jetzt deutlich teurer, wie User in den USA diese Woche per Mail mitgeteilt bekamen. Statt bisher 17,99 zahlen sie in Zukunft 22,99, also ganze 5 Dollar mehr. Ähnlich heftig sieht es in Ländern wie Kanada, UK und Argentinien aus. Fürs Dachgebiet, also Deutschland, Österreich und Schweiz, ist bisher noch nichts bekannt, dürfte aber auch bald erwartet werden. Mit dem Familientarif können ja auch hierzulande bis zu 5 Familienmitglieder, die im selben Haushalt wohnen, Premium nutzen für 17,99 €. Einzeln kostet es 11,99 € monatlich, ist also jetzt schon nicht so günstig. 4,60 Dollar oder Euro wären pro Nase im Familientarif ja auch nach der Preiserhöhung noch irgendwie zu verschmerzen, wenn man sich dafür Spotify spart. Aber die Frage ist natürlich, wie hart YouTube das mit dem im selben Haushalt wohnen nimmt. Netflix hat ja gerade angekündigt, im nächsten Jahr härter durchgreifen zu wollen, wenn Personen außerhalb des Haushalts das Konto nutzen. Das heißt, wahrscheinlich wird es ab Frühjahr nächsten Jahres um die 3-4 Euro zusätzlich kosten, wenn ein Kumpel das Netflix-Konto mitbenutzt. Getestet hat Netflix das seit einer Weile hauptsächlich in südamerikanischen Ländern, wo Passwörter im ganz großen Stil geteilt wurden. Nachdem Netflix ja seit diesem Jahr mehr auf die Abonnentenzahlen und auf die Einnahmen achten muss, wollen sie mit der Mehrkontrolle dafür sorgen, dass mehr Leute, die gucken, auch tatsächlich zahlen, ob nun als Sub-Account oder per werbefinanziertem Angebot, wie wir ja auch
letzte Woche schon berichtet haben. Wie das bei YouTube aussehen wird, bleibt abzuwarten, mit dem Unterschied, dass YouTube Premium bisher schon deutlich weniger genutzt wird als Netflix und sie da wohl kaum zulegen werden, wenn sie jetzt die Preise deutlich anziehen. Was denkt ihr darüber? Wäre es euch das Ganze wert? Nutzt ihr vielleicht lieber YouTube Music als Spotify? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Serien kündigen wegen einer Mütze? Das hat die Showrunnerin von She-Hulk angeblich beinahe getan, wie sie dem Hollywood Reporter verriet. Jessica Gao erzählte im Interview, wie es zum umstrittenen Finale der Serie kam und wie überrascht sie war, wie viel Spielraum Kevin Feige ihr ließ, wobei sie gleichzeitig bestätigte, dass er am Ende derjenige ist, der alles entscheidet und wenn er Nein sagt, dann heißt es Nein. Sie habe dutzende Versionen des Finales geschrieben, bis sie bei dem jetzigen gelandet wäre und Feige hätte sehr viel erlaubt, womit sie nicht gerechnet habe. Es gab wohl einen Entwurf, in dem Kevin sich als Hund entpuppte, was aber dann wohl doch zu abgefahren war. Die KI erlaubte aber. Nur eine Sache wollte er nicht, dass der KI-Roboter, der Marvel lenkt und Kevin bzw. Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus heißt, eine Baseball-Cap aufhatte wie der echte Feige. Das würde keinen Sinn machen, meinte er und ließ sich auch durch Aufzählung aller anderen unlogischen Sachen in der Serie nicht erweichen, woraufhin Gao ernsthaft mit Kündigung drohte und Feige das ohne mit der Wimper zu zucken annahm und nur meinte, danke für die gute Zusammenarbeit. Gerettet habe es wohl der Set-Designer Jackson Say, der schnell den Vorschlag brachte, der Kevin-Roboter könne doch eine Art Schild über der Kamera haben, das an eine Mütze erinnere. Und der Kompromiss wurde dann angenommen, weil das fand der echte Kevin dann logisch. Okay, interessanter für Fans ist wohl die Frage, ob es eine zweite Staffel geben wird und da steht derzeit noch alles offen. Hauptdarstellerin Tatjana Maslany ist aber wohl eher skeptisch und nach dem Wünsch dir was Ende ist es auch schwer vorzustellen, wo eine zweite Season noch irgendwelche dramaturgische Fallhöhe hernehmen sollte. Aber zumindest hat Gao verraten, was es mit den Schlussszenen auf sich hat. Abomination kommt gar nicht wegen großartiger Pläne fürs MCU frei und haut mit Wong ab, sondern weil sie ihm eine Art Happy End schenken wollte, nachdem er ja für Jen gekämpft hat. Und mit Hulks Sohn, der die Spekulation für einen Hulk-Film befeuert, den habe ihr Kevin quasi zugeteilt, als sie meinte, sie würde am Ende gerne ein spektakuläres Cameo haben. Also wüsste nur Kevin, was mit Scar geplant sei. Oh well. Eure Meinung zu Kevin in den Kommentaren. Oi weh, das schmerzt. HBO hat diese Woche einmal mehr mit einem bösen Leak zu tun. Und keine Angst, wir sagen nicht zum Finale von House of the Dragon, das die Fans heiß erwarten. Außer, dass es leider schon vor dem Release geleakt wurde. Die 10. Folge kursiert schon im Netz, genauso wie viele, viele S-B-O-I-L-E-R. HBO ließ verlauten, man sei sich dessen bewusst, Schuld sei wohl ein Vertriebspartner in der EMEA-Region, also Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Bei einem der Sender, die die Folgen immer zeitgleich zu den USA veröffentlichen und lokalisieren, wäre wohl eine undichte Stelle und man würde es sehr genau beobachten und abmahnen und wäre wohl sehr enttäuscht, dass diese Aktion loyalen Fans der Serie den Spaß verderben könnte. Eigentlich müssten sie schon gewohnt sein. Schon zu Game of Thrones Zeiten passierte es mehrfach, dass heiß erwartete Folgen schon vor der Ausstrahlung im Netz landeten. Andererseits, wenn die Folge mit dem Titel The Black Queen das Niveau der bisherigen Staffel hält, dürfte sie wohl durch die Qualität überzeugen und uns mal wieder beweisen, gute Serien sind so viel mehr als nur ihre Auflösung und Twists. Verfolgt ihr House of the Dragon und freut ihr euch aufs Finale? Wie gefiel es euch bisher? Sagt es uns. Floppt Andor? Es ist kein Geheimnis, dass wir beide große Fans sind der Serie. Ja, sogar das erste Star Wars Projekt seit vielen Jahren, das uns wirklich begeistern konnte, weil es so komplett anders ist. Visuell, stilistisch und vor allem von der Art, wie die Serie geschrieben und inszeniert ist. Da tat es weh, von Analysten zu lesen, dass die Serie deutlich schlechter performen würde als die anderen Shows wie Kenobi, Mando oder Boba Fett. Laut Brandon Katz von Parrot Analytics, der die Aufrufe, aber auch die Interaktion auf Social Media zu Serien misst, gäbe es viel weniger Interesse an Andor als an den Filoni-Serien. Das schrieb er zumindest vorletzte Woche. Diese Woche ruderte Katz jedoch zurück und löschte seine ursprünglichen Tweets. Er stellte klar, es habe Messfehler gegeben und auch wenn Andor weiterhin nicht ganz die Performance der Serie mit den bekannteren Figuren erreicht, würde die Serie insgesamt viel besser ankommen als andere Shows, die derzeit laufen. 30,1 mal besser als die typische Serie, die gerade läuft, wäre Andor, wie Parrot Analytics jetzt zeigt, also knapp unter Kenobi und Boba Fett. Er ergänzt außerdem, langfristig könnte die Serie für Disney Plus noch sehr wertvoll werden, da sie neue Zielgruppen anspreche und nicht wie die bisherigen Star Wars Shows nur die jugendliche Fanboy-Base. Denn bei jungem Publikum steht Disney Plus ja eh hoch im Kurs. Sie müssen sich aber anstrengen, auch bei Erwachsenen zuzulegen und dafür wären Shows wie Andor sehr wichtig. Um die Zukunft der Serie müssen wir uns aber eh keine Sorgen machen. Staffel 2 ist schon beschlossen und Drehstart dafür ist jetzt im November und wird bis August nächsten Jahres dauern. Fertig wäre sie dann erst 2024 und das Ende der Staffel würde dann direkt in den Anfang von Rogue One überleiten, der ihr direkt in Episode 4 überleitete. Der Kreis schließt sich also und es ist schön zu wissen, dass es schon jetzt einen kompletten Plan gibt für die Show und kein Rumgerätsel und Angetiese. Seid ihr auch so angefixt von Andor? Was haltet ihr von der 3-Folgen-Arc-Struktur und freut ihr euch aufs Finale? Sagt es uns. Silent Hill ist back und bringt uns gepflegten Overkill. Konami hat ja letzte Woche ein Special Event für die Serie, um die es seit dem Stress um P.T. und Hideo
Hideo Kojimas lautstarken Abgang eher ruhig geworden war. Jetzt ist es anscheinend Zeit für eine Neubelegung und das im großen Stil. Ja, so eine kleine Zusammenfassung aller wichtigen Projekte, die Konami im Rahmen des Silent Hill Transmission Livestreams bekannt gegeben hat. Zuerst mal Silent Hill 2, ein Remake des PS2-Klassikers, wurde für die PS5 angekündigt, komplett überarbeitet und entwickelt vom Blooper Team. Vielleicht lernt man da ja doch noch von dem hochgelobten Resident Evil Remakes, die mehr sind als eben nur eine höhere Auflösung und ein paar neue Cutscenes. Dann gibt es tatsächlich einen neuen Film, Return to Silent Hill, unter der Regie von Christoph Gans, der einst mit Pack der Wölfe für Aufsehen sorgte, allerdings auch den mittelprächtigen ersten Film zu verantworten hatte, der aber zumindest noch besser ankam als Teil 2. Aber wer weiß, vielleicht wird ja Teil 3 mal richtig gut. Third Time's the Charm und so weiter. Noch befindet sich der Film in der Konzeptphase und Pyramid Head sucht wahrscheinlich noch nach seinen Messerchen. Natürlich war es das noch nicht, denn nach Film und Remake gibt's Silent Hill Townfall, einen komplett neuen Titel in der Reihe. Das Spin-off wird entwickelt von No Code Studios, die sich dank Observation und Stories Untold ja schon gut im Grusel- und Mystery-Genre auskennen. Der Trailer sah schon mal ziemlich stimmungsvoll und unheimlich aus und weil das immer noch nicht reicht, gibt's auch noch Silent Hill Ascension. Dieses Projekt entsteht in Zusammenarbeit von Genovee Entertainment, Bad Robot Games, Behavior Interactive und DJ2 Entertainment und wird als interaktives, immersives Live-Event bezeichnet, welches nächstes Jahr auf diversen Plattformen stattfinden soll und Streaming und Storytelling verbinden soll als Online-Erfahrung, die die Spieler mitgestalten. Lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt. Und ja, das war immer noch nicht alles. Es kommt auch noch Silent Hill F, ein weiteres großes Game, das in den 60er Jahren statt in der titelgebenden Stadt in Japan spielen und den offiziellen nächsten Hauptteil der Silent Hill-Reihe darstellen soll. Es wird ein Prequel zu den bisherigen Spielen werden und der Trailer legt schon mal nahe, dass wir uns auf einige Ekligkeiten gefasst machen dürfen, was sie uns da wohl durch die Blume mitteilen wollen. Das F im Titel deutet zumindest auf musikalische Einflüsse hin, ist es doch der Notensprache entnommen, F wie Forte, was ja für laut steht und damit der Gegensatz zum Silent ist. Silent Hill, laut? Zeit wird's nach so vielen Jahren der Ruhe. Habt ihr Bock auf mehr Psychogrusel? Sagt es uns in den Kommentaren. Diesen Freitag erschien mit Gotham Knights ja einer der wenigen großen AAA-Titel dieses Jahres, auf den sicher viele von euch hingefiebert haben. Das Open-World-Action-RPG spielt natürlich in Gotham nach dem Tod von Batman, wenn sich seine alten Sidekicks Nightwing, Robin, Batgirl und Red Hood daran versuchen, seinen Nachfolger anzutreten und es mit Bats alten Gegnern wie dem Penguin und Harley zu tun bekommen. Und falls ihr euch fragt, ob das Spiel was mit den Arkham Games zu tun hat oder der Gotham Knights Streaming-Serie, nein, es erzählt eine komplett eigene Origin-Story der Supertruppe. Ich muss noch reinschauen und bin ja am meisten gespannt auf die Singleplayer-Kampagne, aber in verschiedenen Modi können insgesamt bis zu 4 Spieler gleichzeitig in den Kampf gegen Gothams Unterwelt antreten. Soweit so schön anzusehen. Allerdings gab es für Framerate-fixierte Konsolenspieler schon letzte Woche einen Wermutstropfen. Die Macher bestätigten Befürchtungen, dass das Game auch auf Next-Gen-Konsolen, also auf PS5 und Xbox Series X, also eigentlich Current-Gen-Konsolen, nur mit 30 FPS laufen wird und dass kein Performance-Mode geplant sei. Schade eigentlich, gerade bei so einem Titel und wenn wir nach den ersten Reviews gehen, ist das nicht das einzige Problem des Games, das insgesamt wohl noch eine runde Optimierung hätte vertragen können. Gelobt wird zwar die Story, die sich mit Themen wie Verantwortung, Trauerbewältigung und seiner eigenen Identität finden beschäftigt, spielerisch kann das Ganze aber wohl nicht mit den Arkham-Games mithalten und das Erkunden Gothams wird von einigen Reviewern als eher schlepp und monoton beschrieben, die UI als unübersichtlich und die Kämpfe als gleichförmig und redundant. Aber gespannt bleibe ich irgendwie trotzdem drauf. Wie seht ihr das? Habt ihr schon reingeschaut oder wartet ihr auf ein Angebot? Meistens gehen die Sachen ja doch im Preis dann relativ schnell runter. Und wie wichtig sind euch eigentlich so Tech-Specs wie hohe Framerates bei Games? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Silent, aber wichtig. Die stillen Helden von Flips. Denn da wir euch nur News, Analysen und Deep Dives bringen können, wenn wir supported werden, geht auch diese Woche wieder ein riesiger Dank raus an die, die einen wichtigen Teil leisten, damit wir für euch Flips produzieren können. Die Patreons, die uns monatlich unterstützen. Von den Timelords zu den Patroni, den Padawans zu den Guardians und Junior Guardians. Hallo, wenigen Dank an euch und für jeden, der jetzt sagt, hey, ich schweige nicht länger, ich will das unterstützen und gehe auch auf Patreon und mache mit. Klickt euch mal rüber und schaut euch um, sichert euch Goodies, denn vielleicht hast du ja Lust, ein Patreon zu werden. Oder ein Trinkgeld in den virtuellen Hut zu schnippen per PayPal oder Danke-Button. Danke fürs Schauen bis hierher, fürs Feedback und Teilen und insgesamt für eine coole Community. Wir sind am nächsten Freitag wieder für euch da. Bis dahin, schaut doch einfach nochmal in die folgenden Videos rein. Bis dann. Läuft.